Eine radelnde katholische Ordensschwester, eine Muslima, daneben Rabbiner, Pfarrer, Imame. Vertreter verschiedenster Religionen und Weltanschauungen auf Tandemtour durch Berlin. Der Herr Rabbiner lenkt und Sie treten, ja? Ja, wir treten schon beide, aber ne, er hat auch viel mit Lenken zu tun. Wir ergänzen uns da ganz gut. Ja. Wir werden ein immer besseres Team. Am Ende werden wir nicht mehr davon lassen wollen. Ich habe gerade eine Ordensschwester hinter mir und mit einer Ordensschwester bin ich noch nie Tandem geradelt. Auf dem Tandem sollen sich die Religionsvertreter kennenlernen. Eine Fahrradtour für Respekt gegen Vorurteile. Ich denke schon, dass wir alle irgendwie auf einem Boot oder auf einem gemeinsamen Fahrrad sitzen mit gemeinsamen Problemen. Und insofern ist es eine Chance, nicht nur jemanden kennenzulernen, sondern auch sich mit jemandem ausbalancieren zu müssen. Wir sind vielfältig, wir sind unterschiedlich, aber das darf auf keinen Fall ein Grund sein, dass wir uns gegeneinander hassen oder dass wir uns als böse empfinden. Tandempartner, die sich vorher nicht kannten. Ein lebhafter Dialog der Religionen auf Rädern. Man hört richtig, überall wird geplappert, erzählt ja, in meiner Gemeinde ist das so und in meiner Synagoge ist das so. Und das ist wirklich, wirklich schön. Am Gendarmenmarkt wird bei Fladenbrot und Saft weiter geplaudert. Religiöse Vielfalt zeigen, Fremdheit überwinden, so das Ziel der langen Nacht der Religionen. Die Menschen, die über Religionsgemeinschaften herziehen, haben oft mit denen gar nicht gesprochen. Und die Begegnung hilft natürlich einfach, sich kennenzulernen und ein anderes Bild zu entwickeln. Ich lerne die Berliner Sikh-Gemeinde kennen, eine Religion, die aus Indien stammt, die Einheit und Gleichheit betont, auch in der Namensgebung. Bei Sikhs, alle Männer heißen Singh und Frauen heißen Kaur. Das heißt, sie heißen auch Kaur? Ich heiße Kaur. Kaur bedeutet Prinzessin. Oh. Und Singh heißt Löwe. Also weil... Deshalb sehen Sie auch so hübsch aus wie eine Prinzessin. Dankeschön. Frau Kaur lädt mich ein in ihren Tempel. Hier werde ich in die Kunst der Kopfbedeckung eingeweiht. Ich kriege jetzt einen Turban, den tragen nämlich auch Frauen. Vorwiegend aber wird dieses religiöse Symbol von Männern getragen. Nur 5 Minuten koste ihn das Binden täglich, erzählt mir Student Pritpa. Mein Turban ist ein kleiner, aber immerhin 3 Meter Stoff um den Kopf gewickelt. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt auch gegen Mauern rennen. Das ist richtig wie ein Helm, ne? Ja, ja, das ist aber wie ein Helm. Kann ich machen. Ja, Sie sehen wie ein berühmter Sänger. Ich meine, eine berühmte Sängerin hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Aber, ja, okay. Aber ein berühmter Sänger ist schon mal besser als nichts. 80 Gotteshäuser in Berlin öffnen ihre Pforten zur langen Nacht der Religionen. Ich bin zum ersten Mal in einem Sikh-Tempel beim Gottesdienst. Fester Bestandteil der Zeremonie ist auch das gemeinsame Essen. Schon im 16. Jahrhundert eine Gemeinschaft von Gleichen über das Kastensystem hinweg. Jeden Sonntag trifft sich die Gemeinde hier, der Tempel, auch sozialer Treffpunkt. Gäste sind jederzeit willkommen. Ich finde es hochinteressant, wirklich das auch kennenzulernen, zu erleben und so direkt zu erleben als Mitglied einer Gemeinschaft, wo wir niemanden kennen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz neue und wunderbare Welt, die man hier kennenlernt, die ich auch hier kennenlerne. Und es schmeckt auch toll. Und es schmeckt auch noch toll. Was möchte man mehr? Ne?